Die beiden Emmaus-Jünger vom Anfang kamen nah an das Dorf, wo sie hingingen. Und Jesus stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt und die bei ihnen waren, die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschien. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Einfachste Fladenbrot zu Ostern. Folgende Zutaten benötigst du: 200 Gramm Mehl, 100 Milliliter Wasser, 3 Esslöffel Olivenöl, eine Prise Salz. Das Mehl, Salz und Olivenöl in eine Schüssel geben und nach das Wasser dazugeben. Alle Zutaten zu einem Teig verkneten. Dies tust du am besten mit der Hand. Anschließend den Teig für 10 Minuten quellen lassen und dann erneut für 5 Minuten kneten, sodass ein glatter Teig entsteht. Aus diesem Teig trennst du nun 8 Kugeln ab und diese formst du zu dünnen Fladen. Eine gusseiserne Pfanne ohne Fett erhitzen und die Teigfladen darin nacheinander backen, bis die ersten braunen Flecken entstehen. Danach auch auf der anderen Seite backen. Noch ein Tipp zum Verzehren: Das Fladenbrot am besten noch warm servieren, da es schnell hart wird. Man kann das warme Brot mit Butter bestreichen und auch gewünschte Kräuter darüber streuen. Guten Appetit!